Der größte Teil der Besucher wurde hier erwartet, ist auch über den Hauptbahnhof angereist. Der Besucherstrom wurde dann unterteilt in zwei Richtungen, einmal auf der West- und einmal auf der Ostseite, am Veranstaltungsgelände komplett herumgeführt. Wie so eine Klammer um das Veranstaltungsgelände herum. Dann sind die Gäste sowohl im Westen als auch im Osten in den Tunnel Karl-Lehr-Straße geleitet worden und sind durch diesen Tunnel quasi aufeinander zugelaufen. Und von dort ging es dann über eine Öffnung im Tunnel die Rampe hoch auf das Veranstaltungsgelände. Die Gäste sind also hier vorne hoch durch diese Rampe. Und um diesen Gebäudekomplex herum sehen Sie die Fahrstrecke der Floats. Die Idee war eben, dass die Floats, wenn sie ständig in Bewegung sind, und durch diese Bewegung die nach oben auflaufenden Besucher. Das Gelände der Love Parade ist im Westen durch die Autobahn und im Osten durch die Eisenbahngleise begrenzt. Genau dazwischen liegt die große Rampe. Dort an deren Fuß stellt man einen Container auf. Darin sitzt der Veranstaltungspsychologe, der mit Hilfe von 17 Kameras das Gelände überwacht. Einsatzleitung an Abschnitt Süd. Hört. So vonstatten geht, dass 70.000 Leute durch diesen Tunnel gehen. In eine Richtung, geordnet, ohne Panik und Stress. Und als Dritte steht in diesem Konzept, dass erwartet wird, dass zwischen 17 und 18 Uhr 90.000 Leute das Gelände verlassen und 50.000 Leute auf das Gelände gehen. So, das sind dann zusammen ja 140.000 Leute, die durch dieses Nadelöhr gehen, aber noch nicht einmal geplant in eine Richtung, sondern in unterschiedliche Richtungen.